Hallo Leute und herzlich willkommen zu Hello Neighbor Alpha 3. So Leute, und diese Blitze schon wieder. Heute werden wir auf jeden Fall einen Raum erforschen, ja, den wir noch nie erforscht hatten. Und für das brauchen wir jetzt mal den blauen Schlüssel, um wieder in diesen Raum zu kommen, wo wir so hoch fahren konnten mit diesem einen Ding. Und genau, das machen wir jetzt erstmal. Ich würde sagen, wir sehen uns in diesem Raum, den ich meine. So Leute. Okay, warte, der Nachbar handelt gerade noch. Muss kurz warten. Okay, Nachbar handelt nicht mehr. Alter, jetzt hat er wieder angefangen. Alles klar, egal, scheiß drauf. Ich schneide euch die Musik einfach raus. wir müssen jetzt durch dieses Fenster da vorne. Mit dieser Puppe. Es scheint fast unmöglich, aber es geht und das ist auch das Ziel halt. Wir müssen dort durch. Und wenn wir das schaffen... Scheiße, ich bin zu spät abgesprungen. Ja, genau. Wenn wir das schaffen würden... Könnten wir dort raus und etwas sehr Interessantes entdecken, aber mehr gibt es später. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt einmal. Ja, guck. Zack, die Puppe direkt umgetackelt. Genau, wir müssen jetzt hier aufpassen, nicht, dass wir hier runterfallen. Wir könnten jetzt theoretisch auch hier runter, aber... Ja, gut, das bringt uns jetzt noch nicht wirklich etwas. Keine Ahnung, was das hier ist. Genau, wir könnten vielleicht dann da auch mal noch versuchen, hier hinten reinzuspringen, aber... Digga, was schreibt mir denn die ganze Zeit? Aber wir gehen jetzt hier erstmal an diese Leiter und... Dann weiter hier hoch. Hier ist einfach eine Wand. Komplett schräg irgendwie drin. Keine Ahnung. Ich hoffe, ich falle nicht runter. Ja, es war ja klar. Hallo. Och Mann. Das Problem ist, ich weiß auch gar nicht, wie kann ich mich denn an der Leiter... Ah, okay. Jetzt hat es geklappt. Das ist ja eigentlich die Hauptsache. Okay, jetzt haben wir hier diese Tür. Wir machen die einfach mal hier auf. Hallo. Ah. So, mit ein bisschen Gewalt, aber wir sind drin. Okay, hier ist auch eine Taschenlampe. Hier ist nichts irgendwie. Okay, dann gehen wir hier weiter. Okay, also diese Tür können wir irgendwie nicht aufmachen. Keine Ahnung, wieso. Irgendwie hat es... irgendwie, entweder bilde ich mir das gerade nur ein oder vor dieser Tür kommen irgendwie Sounds, dass dort jemand... Oh Gott, so richtig schwer atmen, Bruder. Okay, keine Ahnung, wo wir jetzt übrigens gerade hingehen. Hier ist irgendwie einfach alles leer. Das ist einfach irgendwie eine Secret Area, wo man wahrscheinlich noch gar nicht hin darf. Oh, hier ist aber zu. Oh, man sieht einfach nichts. Okay, hier hinter ist irgendwas. Aber was ist natürlich die Frage? Okay, aber mal abgesehen von dem, ist das, glaube ich, alles, was man hier irgendwie sehen kann. Ich schmeiß hier nochmal ganz kurz das Fenster ein. Aber hier ist irgendwie... Ja, einfach Railroad closed. Alter, ein übel schwieriges Wort. Aber mehr ist hier eigentlich auch nicht. Hier ist ja auch kein Schlüssel oder so. Okay, das ist auf jeden Fall so ein bisschen die Secret Area. Hier oben können wir... Ah ne, da hinten ist ja glaube ich gar nichts, oder? Ja, ne, da hinten ist auch gar nichts, wenn wir jetzt hier durchgehen würden. okay, wir könnten jetzt mal noch versuchen, in dieses Fenster dort unten einzubrechen. Oh, Alter, wie ich es einmal getroffen habe. Okay. Oh, nein, 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 nein. Hallo? Hä? Er geht einfach runter. Was zur Hölle? Er geht wieder rauf. Okay, huh. Glück gehabt. Oh mein Gott. Alter, wie er einfach runtergefallen ist plötzlich. Ich weiß nicht, ob man diesen Jump schaffen kann. Ich hoffe es. Und ich versuche es und... Nein, nicht. Das ist aber... Bin ich denn jetzt hier gelandet? Aber es ist auf jeden Fall zu schaffen. Alter, hier ist auch noch so ein kleiner Weg hier. Hä, ist das extra? Oh Gott, so ein kleines Jump'n'Run. LOL, dann wenn man hier auf diesen Balkon kommt, das kann man hier aufmachen und hier rein. Das hat sich aber gelohnt. Eigentlich so überhaupt nicht, aber egal. Oh, wie konnte er denn hier eine Bärenfalle aufstellen? So, okay, wir sind wieder hier vorne. Alter, wo ist die Puppe jetzt? Nach hier. Okay, wie hier du behinderst uns. Genau, geh da mal rein. Da ist sie auf jeden Fall besser aufgehoben. Okay, ich versuche es jetzt nochmal. Ich hoffe, dass ich es diesmal schaffe. Nein. Oh mein Gott, also vielleicht kann man sie auch nicht schaffen, ne? Vielleicht ist da auch einfach eine unsichtbare Wand. Das kann natürlich sein. Ich hoffe es natürlich nicht. Ich versuche mal noch ein paar Mal, weil ich bin in der Aufnahme ja noch nicht wirklich bei vielen Minuten. Das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit, um das zu machen. Okay, come on, bitte dieses Mal. Okay, wir sind noch nicht ganz runtergefallen. Warte mal, hier ist auch ein Brett. Was ist denn? Achso, hier kann... Wow. Hier ist aber auch... Guck, hier sind auch schon wieder so wie Treppen. Es ist doch... Oh, nee. Oh, Junge. Aber das ist doch irgendwie absichtlich. Ich glaube, dort oben konnte man hin oder dorthin, wo der, wo die Crowbar ist. Oh Gott, Alter. Boah, hab ich mich erschrocken, Alter. Scheiße, ey. Ja, ich hab's geschafft. Ja, ja, Leute, ja. Okay, da hinten sieht man auch nochmal schön die Lichter von der City. Okay, hier ist ein Tor. Das kann man da hinten mit dem Hebel. Warte mal, man sieht den so.
wahrscheinlich aufmachen. Hier unten ist aber irgendwie nix und hier drüben ist auch irgendeine Plattform. Dort ist sogar noch eine transparente Wand, alles klar. ja, was ist hier noch so? Hier geht's weiter. Wieso? Also jetzt mal ganz ehrlich. Es ist nix hier. Aber hier steht eine Puppe. Wieso? Oh, hier ist auch eine Tür. Hä? Die ist ganz komisch abgeriegelt. Wir können hier durchsehen. Ah, das ist die Tür von der Einkaufsmaschine. Das ist der Einkaufswagen. Das ja. Geht's hier raus? Keine Ahnung, aber da unten ist, glaube ich, nichts Großes. Und dann geht's halt hier noch durch. Was ist denn? Warte, ich weiß jetzt trotzdem mal kurz. Nein. Ist die Taschenlampe jetzt runtergefallen? Ach, das ist doch ein Scherz. Ja, die ist runtergefallen. Ja, egal, wir gehen jetzt mal runter. Also eigentlich haben wir da oben alles erforscht. Die unbekannten Stockwerke, die man, glaube ich, eigentlich noch gar nicht erforschen kann. Wo sind wir denn eigentlich jetzt gelandet, Alter? Oder vielleicht noch gar nicht kann oder noch nicht sollte, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind die ja auch bisschen noch nicht fertig. Ich meine, dort ist noch nichts. Ach, mein Auge juckt. Da kommt bestimmt in Zukunft noch irgendwas. Ich weiß es nicht. Wir gehen jetzt hier mal in unser kleines gemütliches Häuschen hier, was eigentlich gar nicht so gemütlich ist, sondern viel mehr creepy. Ich gehe wieder raus. ja, auf jeden Fall war es das mit dieser Folge. Hello Neighbor, wir haben diese Räume hier oben alle erkundet, alle entdeckt und alle gemerkt, dass sie Secret-Räume sind, die eigentlich noch gar nicht fertig sind. Also so Secret sind sie eigentlich gar nicht. Von daher, naja. Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch unbedingt ein Like oder ein Abo da. Es würde mich sehr freuen. Schreibt ein kleines Kommentar. Ich muss gerade gucken, ob das Fenster zu war, weil sonst wäre das sehr cringy geworden. Egal, hätte ich offen gelassen. Naja, auf jeden Fall, Leute. Wie gesagt, schaut die anderen Videos, würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!